was geht bei euch ab? Hoffentlich kann ich jetzt B gehen. Jungs, haben jetzt gerade 4 Leute B gesagt. Oh nein, nicht schreiben, mein Sohn. Nun ja, Leute, ihr habt es ja schon in der Überschrift gelesen. Ich habe einen Fan getroffen. Und ist mit. Ja, ich habe einen Fan getroffen. Echt nicer Dicer. Bevor wir dazu kommen, noch ganz kurz das Thema von gestern. Ihr wisst ja, es ging darum, ob wir nicht vielleicht früher anfangen sollten zu streamen. Heute ist übrigens wieder ein Livestream, aber noch wie gewohnt um 19.30 Uhr. Also vergesst es nicht. Heute Abend, 19.30 Uhr. Livestream. Wer Fury Games mitmachen will, wer Skins gewinnen will und so weiter, kommt ab 19.30 Uhr einfach in den Livestream, okay? Das jetzt nicht vergesst. Ja, bei unserem Gespräch ging es ja darum, ob wir nicht vielleicht früher anfangen sollten zu streamen. Und siehe da, ich glaube 61% oder 62% der Leute haben für eine Stunde bis sogar eineinhalb Stunden früher gestimmt. Also, sehr schön. Und es wird... Oh, what? Es ist für mich im Moment sogar ziemlich machbar, bereits um 18.30 Uhr oder eben sogar um 18 Uhr anzufangen. Und darum werde ich es wahrscheinlich direkt zu nächster Woche hin einfach beginnen. Das heißt, ab nächster Woche werden die Streams dann schon ab 18 Uhr stattfinden und ich werde dann auch diesbezüglich extra die Release-Zeit der Videos verändern. Und zwar werden die Videos dann auch um 18 Uhr kommen. Kurzum, um 18 Uhr kommt ein Video, in dem ich auch direkt sage, hey, jetzt ist gerade Livestream, jetzt. Hör am besten kurz auf zu gucken, geh in den Stream und guck dann später weiter oder so. Ne? So hätten wir dann, denke ich, die beste Ausbeute. So würde dann, denke ich, jeder mitbekommen, dass Livestreams stattfinden, wann sie stattfinden und so weiter und so fort. Es hat sich herausgestellt, dass es für mich privat gar nicht so übel ist. Oh fuck. Er hätte ruhig ansagen können, dass es ein Rush ist, verdammte Kacke. Da hätte ich schon reingesprayt, aber so komme ich halt halb nackt zu spät. Ja, es passt privat auch ziemlich gut, denn meine Freundin kommt meistens erst zu 20, 21 Uhr nach Hause und dann bin ich ja auch schon fertig. Das ist halt echt nicht schlecht, wenn man früh anfängt, dann ist man ja auch deutlich eher fertig. Und dann können wir halt auch noch den Abend zusammen verbringen, also es hat bis jetzt eigentlich nur Vorteile. Ich sehe darin im Moment keine Nachteile, was sehr gut ist. Das heißt zusammengefasst, dass jetzt dienstags und donnerstags der Livestream ab nächster Woche bereits um 18 Uhr beginnt. Heute ist aber nochmal wie gewohnt um 19.30 Uhr, ja? Merkt euch das bitte. Heute 19.30 Uhr Livestream. Kommt dran, Link ist in der Videobeschreibung. Alter, krass, wie die reinhasseln. Kommen wir nun zurück zur Hauptstory. Gestern treffe ich mich mit Beryl nachts, weil wir ja vorhaben, auf Face jetzt so ein bisschen was für euch zu machen, ne? So ein bisschen hinzuhasseln. Wir haben uns diesen Premium-Account jetzt gekauft. Ich weiß nicht, wie das heißt. Supporter, glaube ich. Da kann man dann an gewissen Ligen mitspielen und kann dann sogar, glaube ich, bis in die FPL kommen. Oder zumindest so weit, dass man irgendwelche Preisgelder gewinnen kann oder dass es eben etwas ernster wird, ne? Nicht dieser Pimmelkack, den man sonst auf Faceit hat, wenn man auch ohne diese Cash-Geschichte spielt, wo dann die Leute einfach gehen, weil sie sagen, ist ja nur Faceit. Wenn es schlecht läuft, verpisse ich mich halt. Und wo alles ein bisschen auch ernster ist als eben im Matchmaking. Da ist es ja auch noch oft genug so, dass Leute sagen, naja, komm, ich kassiere jetzt halt einfach diesen Bann fürs Gehen und das war's. Und dann joinen wir in so eine Ding rein, Liga oder wie sich's nennt. Und siehe da, in der Lobby schreibt auf einmal im Gegnerteam jemand Jan? Fragezeichen und Beryl so, ey, ich glaube, der kennt dich. Und ich so, ich schreibe dann auch Jan? Fragezeichen. Und er schreibt dann direkt, ja klar, im Matchmaking bist du DMG, aber hier bist du Rank 7. Also das ist wohl scheinbar auf Face jetzt sehr gut, Rang 7. Und ich so, bin ich nicht derjenige, der euch täglich predigt, dass die Matchmaking-Ranks einfach für den Arsch sind und sowas. Und dann so, haha, so ein bisschen gelacht. Und dann schreibt aber direkt ein zweiter, hey yo, er meint's aber nicht böse, das ist voll der Fan von dir, der hat mir eben alles von dir erzählt, von deinen Videos und sowas. Und ach, cool und Mensch, was für ein Glück, dass ihr jetzt zusammen im, in der Lobby seid und sowas. Und ich denke mir nur, what the fuck? Ab jetzt bin ich berühmt. Das war einfach ein Riesenzufall, ne? Weil wir alleine schon bei der Auswahl der Liga, es gab 18 Jahren Spiele und Ligen und wir haben halt irgendwie so ein Nachtding gespielt. Und dann ist da einfach einer dabei, der mich kennt. Ja, und dann haben wir dieses Spiel gespielt. Leider lief da jetzt meine erste Experience auf dieser Liga jetzt nicht so prickelnd, weil ich die ersten 10, 11 Runden einfach High-Ping hatte. Es war so verschissen ärgerlich. Ich komme rein, hab einen 40er-Ping, alles cool. Und dann merke ich auf einmal so, wie ich Sprünge mache. Ich gucke rein und sehe 120, 180. Ich denke nur, what the fuck? Ich habe hier alles ausgemacht. Das war wirklich nichts mehr an. Es war ein UK-Server, aber UK ist ja eigentlich wirklich nicht schlecht, ne? Also vom Ping her. Und vor allem müsste der Pinger dann, wenn dann, stabil schlecht sein und nicht schwingend. Komm, ich bleib hier. Nice. Okay. Oh no! Oh no! Huh! Alles cool, mein Freund. Das hat dann halt leider nicht so schön angefangen, weil ich eben diesen verkackten High-Ping hatte. Und der ist immer wieder kurz runtergegangen und dann wieder hoch. Das war halt echt Cancer. Aber dann so bei Runde 11, 12, leider habe ich halt dann nicht arg viel machen können, ging es dann los. Dann habe ich auch ganz gut reingebeutelt. Es war leider in 16, 14. Schade, schade. Ich sag einfach mal ganz frech, dass wir zumindest einen Draw geholt hätten. Hätte ich nicht die ersten verkackten 10, 11, 12 Runden da die Scheiße am Start gehabt, von wegen Hyping und sowas, ne? Ich konnte halt echt nicht viel machen, wenn man durch die Map teleportiert und sowas, ist Cancer. Aber dann ging's, dann hat's auch echt richtig Fun gemacht. Leider hat Warden einen Bug, den könnt ihr vielleicht fixen oder vielleicht kennt ihr jemand von euch. Und zwar fliegt er bei den Spielen manchmal einmal pro Spiel einfach komplett grundlos raus. Es gibt keinen Error oder sowas, sondern es macht einfach...
Und er ist instant auf dem Desktop und das Spiel ist aus. Da haben wir dann auch nochmal direkt eine Runde verloren. Also ich bin ganz frech und sag einfach, dass die Mates, dass die Gegner nur deswegen gewonnen haben. Das sage ich jetzt einfach so frech wie Oscar, dass es so nicht geht, ne? Okay, let's go. I got the fuse. Oh, okay, okay, okay. Explain the fight. Nice. Aber nichtsdestotrotz hat es natürlich trotzdem Spaß gemacht und vor allem hat man das Gefühl zu steigen oder man kann wieder aufsteigen, man kann wieder was erreichen. Oh fuck. Another one. Shit. Aber ich habe noch den einen genutzt. Also mir war klar, dass ich gleich die Fresse poliert bekomme, wenn ich die AWP nicht zuerst kill, aber immerhin ist der andere noch gestorben. Komm schon, gelb, gelb, gelb. Oh, ich würde mich ein bisschen beeilen, aber zu zweit, Jungs. Ich sag an, dass es wahrscheinlich B wird. Also es ist sehr gut möglich, dass es B wird. Ajo. Ajo, es ist B, Jungs. Was macht ihr? Ja, es war wieder cool und vor allem hoffen wir eben, dass wir euch dadurch auch wieder richtig schön spannenden Content liefern können. Ein paar haben ja schon gesagt, wow, face it. Da denke ich mir schon, dass es spannender wird. Also einfach nur, weil es so ein bisschen ernster ist. Wobei man dann doch auch wiederum sagen muss, dass wir direkt wieder zwei Leute hatten, die am Anfang rumgepimmelt haben. Nur wegen dem Geldbetrag. Es war lächerlich. Der eine wollte einen Drop haben und der andere kauft ihm eine Farmers. Dann regt er sich auf, dass er nur eine Farmers bekommen hat, weil der andere doch 3200 Dollar gehabt hätte oder irgend so eine Zahl. Und der andere, nein, ich hatte 3050. Es hat genau nicht gereicht. M4 kostet, glaube ich, 3,1, ne? Naja, auf jeden Fall hat das nach seinen Angaben genau um 50 nicht gereicht. Ja? Und das ist halt, nice! Bomb down. Ja, und daran hat der andere sich aufgehängt. Naja, nein, das stimmt nicht, du hattest genug. Und der andere, you fucking cunt, du kannst schnell zählen und sowas. Und ich denke nur, Leute, hört auf, weißt du? Oh, sorry. Sorry, Blue. Oh, man. Sorry. What do you want him for, or? Ja, yeah, please. Scheiße, ich hab mich voll gesprengt. Oh, nice. Nice informant. Thanks. Es ging dann so weit, dass Beryl gesagt hat, hey Leute, es ist jetzt in Ordnung, ne? Bleibt mal cool. Oh, fuck. Nice. Oh. Oh. Nice. Ja, aber er ist abgebrannt, der eine. I can drop it again. Er hat dann einfach schlicht gesagt, okay, guys, come on. We can do this, let's go und sowas, ne? Und der andere noch irgendwie, shut the fuck up oder sowas. Alter, es war zum Glück nicht lang, diese Pimmelei. Es war wirklich nicht lang. Aber zwei, drei Runden ging es halt schon, ne? Und es ging so weit, dass sogar der eine den Gegnern geschrieben hat, was los ist. Nur von wegen, könnt ihr das glauben? Der hat gedacht, ich hätte genug Geld und sowas. Ich hab nur, Alter, fickt euch. Kann das wahr sein, was ihr hier treibt? Wir sind auf Face It, wir wollen doch hier zusammen irgendwie was schaffen, oder? Ne? Und er... Das war so ein bisschen störend, ne, mit diesem Rumgepimmel. Warum muss sowas sein? Wir sind doch hier wirklich in einem Bereich, in dem wir doch was erreichen wollen, oder wollen, sollten, verwalten und schalten. Aber naja, läuft. Ich denke, wenn man dann höher kommt, nimmt es vielleicht auch ab, diese Pimmelei. Weil dadurch wird man einfach schlicht und ergreifend schlechter, weil man sich damit abgibt, erstmal beschäftigt, hin und her schreibt. Und da kann mir keiner erzählen, dass er dann immer noch zu 100% genauso fokussiert ist, wie wenn man nicht vor sich rumpimmelt, wie so eine Kacknase. Oh, oh, oh. Ihr habt mich jetzt nicht echt mit einer Nade abgeworfen. Bitte, Jungs. Die Gegner sind so gemein. Es war einfach geil. Es hat mich voll weggeflasht, wie der eine dann meint, er ist voll der Fan und sowas. Und ich denke nur, alter Verwalter, nicer, dicer, Mann. Mitten in der Nacht, ich glaube, es war 0 Uhr oder sowas, wo wir angefangen haben, ein Spiel eben zu machen. Und ja, es hat mich voll geflasht, wie er das gemeint hat. Ja, du bist DMG, Matchmaking, aber hier Rank 7? Das war einfach wieder genau das für meine Leier. Ja gut, ich sag mal so, der Matchmaking-Rank. Es ist halt einfach eine Teamsache. Ich will ja kein neues Fass aufmachen. Ich sag nur nochmal, es ist halt eine Teamsache, ne, dieser Rank. Auch auf Face It. Und auf Face It habe ich halt einfach Teamglück gehabt, ja. Ich hab einfach ewig viele Spiele am Stück gewonnen, ja. Beziehungsweise die Teams und ich vielleicht haben Spiele gewonnen. Ja, soweit so gut. Die Streams sind abgehakt. Das mit dem Fan ist abgehakt. Ich sag übrigens Fan, weil er das selbst so gesagt hat oder weil er selbst von seinem Kollegen dann so genannt wurde, ne. Ich finde das immer irgendwie komisch, wenn man sagt, ich hab Fans. Aber vielleicht darf ich es mittlerweile ja auch sagen. Vielleicht ist es ja mittlerweile. Oh mein Gott, hat er gerade den Mate angeschossen? Hat er nicht auf die Karte? Alter, bin ich dumm? Banana? Nice. Achso, ja, natürlich. Und das Thema, das ich ja komplett jetzt immer ansprechen will. Vielen, vielen Dank für die Likes. Es hilft einfach wahnsinnig, wenn ich es erwähne. Gestern habe ich es am Ende gesagt und trotzdem haben wir ultra viel die Dinger draufgeklöppelt. Wir haben jetzt bei den letzten drei Videos, bei denen ich es gesagt habe, auf zwei von diesen drei schon 100 Likes plus und auf dem von gestern glaube ich auch jetzt schon wieder 60, 70 oder sowas, obwohl es ja sogar nur so eine Art Infovideo war, also wirklich. Diese Call to Action bezüglich der Likes ist einfach krass. Ich hätte nie dran geglaubt, dass man, wenn man das nur sagt, dass es so viel wird, ja. Ach so, und falls du zuguckst, Monsieur, der gestern mit am Start war, hallo. Hat mich echt gefreut, dass da jemand ist, der mich kennt. Aber ich meine nicht gut genug, um zu wissen, wann die Streams sind. Ich habe dann auch wieder schreiben dürfen, wann die Streams sind, weil am Ende kam dann, also nach dem Spiel kam in der Lobby irgendwie die Frage auf, wegen Viewer Games und sowas. Und da habe ich direkt gemeint, ja, in den Streams sind die immer.
Ich muss, glaube ich, in jedem Video sagen, ganz kurz, wann die Streams sind. Zumindest kurz darauf hinweisen, dass die Stream-Daten in der Videobeschreibung stehen, sogar ganz oben. Das muss ich, glaube ich, immer sagen. Immer. Haben wir gekauft? Oh ja. Voll spät und so, hui. Ich soll ihm die M4 geben. Hä? Der Mate war eben auf Mitte, Anden, wollte ich sagen. Mitte Anden. Auf der unteren Mitte und wie ein Schild. Ja, und der hat ihn nicht gekillt. Der war doch direkt vor ihm gestanden dann, oder? Okay, komm, bitte, jetzt sterbt nicht. Es ist nur noch einer, ihr seid zu zweit, Schild, er soll erstmal planten und so. Ah, die Bombe ist eh down. Jetzt habe ich extra keinen Kevlar gekauft, damit ich ihm die M4 holen kann. Damit er glücklich ist. Aber er ist halt auch so ultra freundlich, ne? Da muss man schon mal. Muss man schon mal ran. Hat man nicht oft, dass die Deutschen wirklich sehr freundlich sind. Meistens sind das ja toxic Schweinebacken. Und das muss natürlich sofort belohnt werden, sowas. Aber er klingt auch schon so wie jemand, der einfach so gechillt ist, dass er niemals toxic sein kann. Incoming. Ich geh jetzt hier durch. Alter, leck mich am Ärmel, hab ich mich erschreckt. Er hat mich nicht getroffen. Wahnsinn. Ich alter Lackboy. Chichi ist. Chichi. Ich bin doch jetzt gerade echt mit meiner Leistung zufrieden. Irgendwie klappt das oft ganz gut, wenn ich einfach voll im Erzählfluss bin. Da, wo die meisten dann auch immer fragen, wie machst du das? Einfach so labern und was schaffen. Da bin ich meistens vom Skill her nicht jetzt ultra am Hasseln, aber ich komme in diese Timelag-Situation rein. Also ich spiele scheinbar durch dieses Labern, weil ich so halb abgelenkt bin. In Dingen, wo ich sehr langsam spielen sollte, auch langsam, und in Situationen, wo ich rangehen sollte, spiele ich schnell. Das ist dann einfach intuitives Spielen, ohne großartig drüber nachzudenken. Und das klappt dann manchmal ganz gut. Aber jetzt, wo ich es gesagt habe, werde ich es wahrscheinlich gleich wieder verteufeln. Oh Gott, geht bestimmt gleich in der Parts rein. Und ist das short, I think? Ja, der ist short. Super, hat er den? Ja, sehr schön. Ich stehe da, wo ich nicht ran kann. Okay, ich glaube, der ist... Ah, hey, nicht auf mich schießen. Sack. Boah! Ich weiß nicht, was los ist. Es ist dieser Gedanke, da geht zur Seite. Lass den kommen. Aber die Intuition sagt einfach draufballern. Und dann klappt's. Als hätte ich gewusst, dass er mich nicht trifft. Aber ich glaube, je stärker ich es in den Himmel hebe, desto schlimmer wird es gleich. Also, diesbezüglich. Wir hatten gestern übrigens auch einen Rank 10 im Gegnerteam. Und es hat sich wirklich komplett machbar angefühlt. Ohne Probleme. Last one was on A, Sean. Ah, jo, der ist schon durchgelaufen. Ey, der war eben noch hier. Bei uns rennt es aber auch gerade so als Team, ne? Also wir sind ja eigentlich ziemlich am Reinhasseln. Kann man nicht sagen. Super Leute. Solche Leute, ich kann es nicht oft genug betonen, würde ich am liebsten direkt adoptieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass man mit so einem Team wirklich easy, also Minimum Lem kommt. Minimum. Vielleicht sogar noch Supreme. Weil man ja auch einfach privat besser spielt oder mehr Lust hat, besser zu spielen, wenn das Team gut ist und wenn es läuft. Und mit gut meine ich jetzt nicht, dass sie alle only die Kills machen und ich dann gar nichts machen muss. So meine ich es nicht. Ihr wisst, was ich mit gutem Team meine. Einfach mit Balcony, right side. He's now pit. With the AK. Ja, das ist einfach rennt. Das ist einfach rennt. Gut, der hätte mir jetzt gewünscht, dass er mitgeht, aber da wären wir vielleicht auch beide gestorben. Da hinten ist einer. Sehr schön. He looks good, guys. Und wenn man dann zusammen besser wird, ist wahrscheinlich auch ohne große Probleme der Global drin, hier Matchmaking. Aber wenn ich dann dran denke, wie schwierig das ist, dass man zusammen auch online geht und sowas und da ist, wenn dann jeder irgendwie wenig Zeit hat, dann ist es wie ein Ding der Unmöglichkeit, mit dem Team so weit zu kommen. Wahrscheinlich könnte ich es einfach nicht mehr, weil ich mit anderen Dingen halt zeitlich so eingespannt bin, dass es nicht funktioniert. Aber es ist auch nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. Lieber solche Spiele, wo man ab und an mal geile Teammates hat, wie halt nicht die schönen Runden zu haben mit irgendwelchen Kackvögeln. Diese Kackmate-Videos, die gehen ja auch oftmals gut rein, also für YouTube jetzt. Die machen ja auch Spaß. Aha. Denke, gleich werden wir überrannt. Ziemlich heftig sogar. Oh, one up long. Ich gehe jetzt halt mit den Elites vor, wenn keiner was droppelt will. Oh, ihr Sack. Alter, nicht blocken, ich muss doch hier durch. Ich muss schon direkt... Oh, ich hab die Bombe. Ach, die Bombe gehabt. Ja, da war ich nicht schnell genug da. Dieser dreckige kleine Lacker. Was glaubt ihr, wie der die Fresse poliert bekommen hätte, wenn ich zeitlich da gewesen wäre? Aber ich kann ja nicht immer das Time-Luck haben, oder? Auch die Gegner sollten mal so ein bisschen reinwursten können. No. So, Panini-Rush haben wir gesagt. Panini-Rush. Jetzt geht der Onkel natürlich vor. Schön mit den Elites, ne? Denn jetzt Rollenköpfe. Ach, was mich übrigens bei Faceit wirklich doch sehr stark wundert. Warum gibt es da kein Team-Attack? Ist das nicht irgendwie Fan-Up von jedem Profispiel, wenn man kein Team-Attack anhat? Ist das nicht irgendwie dumm? So. One is City still with Op. Oh nein, er ist auch angegangen. Ich habe schon den Fehler gemacht, dass ich hingehe und... Der andere hat auch gepiekt. Das war halt das blöd. Das war wirklich eine dumme Entscheidung, da so viel rumzupieken. Das wäre eine Ultra-Eco geworden. Easy win. Aber einfach durch Unvermögen verkackt. Also auch ich. Ich bin ja auch hingegangen, ne? Ich hätte nicht gucken sollen. Ich wollte nach der M4 schauen, aber es war klar, dass mein Mate die schon aufgehoben hat. Von daher. Okay, wir rushen jetzt alle mit P90 in die Apps rein. Komm. Wir brauchen nur noch 2 Runden für einen Draw. Das muss doch irgendwie drin sein. Ich finde es halt echt immer richtig hart, wenn bei so einem Rush jemand oben auf Balcony sitzt von den CTs. Das ist widerlich. Pit ist nicht so schlimm wie. Oh. Fick. Sehr schön. Go, 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 go. Incoming. Dann plan fast.
he's down. I'm going for plant on A. Alter, sie haben mich komplett gemollied. Habt ihr das gesehen? Die schnellen Spiele gehen gegen die echt schwierig. Möglicherweise wäre das sogar ein Uprank hier, wenn das ein Win wird. Es könnte echt gut sein, dass dann der Adler wieder am Start ist hier mit den Boys. Ich habe jetzt auch die 50 Punkte, das passt. Sollte laufen, nicht wahr? Okay, gut. Also wenn er pusht. Er pusht mit AWP, der Blaue. Ach komm. Das muss doch jetzt nicht sein, oder? Nice. Just wait. Nice. Das langsame Spiel ist echt nicht schlecht hier gegen die Dödel. Also die, sind halt nicht so aimstark, aber wenn wir dann einfach volle Pullereien rushen, können sie natürlich schon, wenn sie günstig stehen, einfach alles wegholzen. Ist klar. Okay, wir haben hier. Ah, shit, one shot. Und ich kriege smoked rein, dass ich nichts sehe, wie dumm. Nice, 2 gegen 1! Er ist voll ins Fadenkreuz geschlagen. Nicht hingehen. Oh. Ich habe ja sowas immer so Schiss, der Gegner braucht ja nur einen Luckshot zu landen und dann ist einer down, dann ist es 1 gegen 1 und dann hat man diesen Vorteil nicht mehr. Immerhin, ja, haben wir das Draw schon im Sack und für sie ist die letzte Runde, das heißt, sie sind wahrscheinlich jetzt etwas aufgeregter als die Runden davor. Vielleicht kommen da, ja, merkt ihr schon was? Oben ist einer im Apartment drin weg. Wir versuchen jetzt verzweifelt zu adaptieren und vielleicht unseren langsamen Play, unser langsames Spiel auf irgendeine Art und Weise zu durchbrechen, indem sie sich an Plätze stellen, die vielleicht nicht so, ne, common sind, aber ja, incoming. Mist, die wurden voll zerrieben von der P90. Wie bitter. Wie bitter ist denn das, bitteschön? Ich hab ihn noch nicht mal getroffen, Mann. Was war das für ein billiges Silverplay? Wo habe ich ihn eben bitte schon hingeschossen? Was habe ich jetzt dadurch versucht zu erreichen? Just wait, I'm behind. Just wait. Krass, Mann. Wo sind die hin, die Gegner? Was los? Denken die echt, das ist A? Oh, fuck. Oh, sorry. Fuck, er war schon da! Oh, no! Ah! Oh. Scheiße! Okay, also Blau möchte jetzt voll auf B durchrushen. Ich raste jetzt hier halt auf A ein bisschen aus, wenn es möglich ist. Library 1. Library in City. Go plant. I'm staying library for a second. They're coming City. Ich würde gerne nachladen, aber ich muss eigentlich nicht, ne? He's on long. Ich renne einfach weg, haha, tschüss! Nice. Jawoll, hey! Fast 70 Punkte! Na, kein Uprank, naja. Ich hätte schwören können, wir haben letztens im Fury-Game auch gewonnen, oder? Haben wir da nicht ziemlich dick gewonnen? Ja gut, aber davor wahrscheinlich wieder ein paar verloren. Und noch ein Graffiti abgestaubt, ich fasse es nicht. Richtig nice, ich würde sagen, da geht direkt die Graffiti-Geschichte weiter. Wer dieses Graffiti hier gewinnen möchte, diesen Mr. Teeth, der kann einfach irgendwas über seine tägliche Zu-Bett-Geh-Routine berichten. Also ob ihr euch direkt hinlegt oder ob ihr noch kurz irgendwas macht, je nachdem. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.